Gut so, Tessa, super, bleib so. So, das war der Start für die 5000 Meter. Die 683 führt hier das Feld an. Super! Hey, super! Hey, wir bleiben ruhig und wir reden! Der Vorsprung wird weiter größer. Und die beiden Spitzenläufer. Und auch dahinter die Vierergruppe wird jetzt langsam gesprengt. Auf geht's, Jens! Auf geht's, Markus! Für die U20-Klassen über 5000 Meter. Wir haben den Start der 5000 Meter Herren. Ja. Ja, bei 20 bei 800. 23 Läufer. Hepburn, weil du wieder mächtig warst. Und ihn kann bisher nur noch. Jawohl, Jungs. 67 sogar. Auf geht's. Jawohl, Jungs. Auf geht's. Noch 5 Runden für die Spitze. Schön nach vorne, guck, da kommt noch welche entgegen. Auf! Weiter geht's! 11.09, seine Durchgangszeit. Platz 2. Oh, der erste Platz bei der U23 geht an Felix Rittmannsteiger. Die Mannesbergte von VfL. Und hier sprint um die nächsten Plätze. Super. Hat das geschafft? 930. Wir haben die 5000er der Klasse U18 und U20 gestartet. Ja.
sehr schön, Christian. Ganz schön mitschwimmen. Ganz ruhig mitschwimmen. Halten Schritten. Nähert sich die eine Läuferin im Ziel, aber die blauen Trikot kann vorbeiziehen. Auf der 20, komm! Die Außenbahn, die Welt ist jetzt wieder vorbei und hat die Führung übernommen. So, der Start für den letzten Lauf am heutigen Tag mit den Frauen und den U23 Läuferinnen. Ich glaube nicht, auf Halbmarathon. Und jetzt kommt es zur ersten Überholung. Letzte Runde für uns drei. Da habe ich zu früh gesagt. Und Katrin Reichmann zieht vorbei. Schön gewinnt das Rundenlächeln. Fünf Minuten. Da habe ich zu früh geschrieben. Platz 1 geht an Katrin Reichmann. Keine Farbe auf Titel.